Moin Leute, was geht? Und heute zeige ich euch, wie man die Export-Videos aus CapCut einfach finden kann. Dazu gehen wir einmal hier auf Suchen, suchen nach Prozent, App Data, Prozent. Ihr müsst es wirklich so schreiben, wie ich es gemacht habe. Nur dann ist hier der Dateiordner und den klicken wir einmal an, dann öffnen wir den. Dann sind wir drin, dann gehen wir hier oben wirklich auf App Data, wir gehen nicht auf Roaming. Gehen wir auf App Data hier oben drauf. Ja, dann gehen wir auf Lokal. Dann suchen wir hier CapCut. Dann sucht ihr User Data, Projekte. Und hier sind jetzt normalerweise drin. Ich tue die nämlich immer nach meinem Export löschen. Hier müssten die dann eigentlich immer drin sein. Ich habe es aber so gemacht, dass die immer noch automatisch auf meine. Hier auf meine externe Festplatte in diesen Ordner reingeknüppelt werden. Ja, so habe ich das gemacht und das war es eigentlich schon mit dem Tutorial. Ich würde sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst mal ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Ich bin raus, habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.